Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Internetbesucher auf meiner Webseite, beste Grüße aus dem Parlament aus Straßburg. Diese Woche stand unter den Terroranschlägen von Paris. Der Schock sitzt auch hier tief. Die Solidarität mit Frankreich wird auch hier von den Parlamentariern ausgeübt. Und zwar auch in der Richtung, dass wir keine Gleichsetzung, wie in Amerika bei den Konservativen, aber auch bei Orban in Ungarn passiert, dass die Flüchtlinge selber vor Terror geflüchtet sind, dass ein Flüchtling, nur weil er Muslim ist, nicht gleich Terrorist ist, das haben wir hier klar gemacht. Wir haben gleichzeitig einen Initiativbericht auf den Weg gebracht, der Parlamentarier, wo es darum geht, dass wir eine stärkere Kontrolle brauchen für die Finanzströme Richtung Terrorsituation in der Welt. Wir brauchen eine bessere Kontrolle der Waffen innerhalb der EU. Und wir brauchen gleichzeitig eine bessere Ausbildung der Polizei in Richtung Hasskriminalität im Internet. Auch hier muss ausgebildet werden. Und hier, wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit der Polizei für die Kontrolle über die Informationen. Die muss besser koordiniert werden. Hier gibt es starken Nachholbedarf. Wir haben endlich den Haushalt jetzt hier im Europäischen Parlament verabschiedet. Wir haben nochmal nachverhandelt, damit mehr Geld für die Flüchtlingssituation auch von den Mitgliedstaaten gegeben wird. Das war ein wichtiger Punkt. Und anstehen für die Situation zur VW-Frage wird es eventuell einen Ausschuss dazu geben, einen Extra-Ausschuss. Das werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das sind die Schwerpunkte, die hier in Brüssel uns diese Woche beschäftigt haben. Nächste Woche sind wir wieder in Brüssel. Die Mitarbeiter waren teilweise in dieser Woche nicht auf Arbeit aufgrund der Terrordrohung. Ich hoffe, dass sich das jetzt beruhigt. Wir werden sehen. Das Wichtige ist in Europa, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nicht in ihrem Alltag einschränken und wir Angst dem Terror entgegenbringen, sondern wir müssen unser freies Leben weiterleben. Und in dieser Richtung haben sich auch viele Parlamentarier dazu bekannt. Alles Gute hier aus Straßburg. Tschüss.